war ihm zu weit, zu jeder Zeit bereit. Für andere immer da, so kennt ihn jeder, das ist klar. Eines war und ist doch richtig, sei Mecklenburgern für ihn wichtig. Die Rede ist auf alle Fälle natürlich von Karle Gelle. Als Mann von Welt ihn jeder kennt, wenn man seinen Namen nennt. Karle Gelle und sei liebe Gmeund, gleich jeder weiß, wen man da meint. Ein Mann, den jeder kennt. Weggenossen erinnern sich gerne an die gemeinsame Zeit mit Karle Gelle. Wir waren gemeinsam in mehr als 1000 Sitzungen und Besprechungen und der Karl hat immer mit vollem Engagement sich für die Gemeinde und die Allgemeinheit eingesetzt. Der Karl war der Problemmelder bei der Gemeinde. Wenn ein Bürger ein Problem hatte, dann lief das folgendermaßen ab. Er stand vor einem Restle oder vor einem Rewe und ihm wurde zugerufen, Karle, wenn ich die gerade sehe, in der Andreas-Hofer-Straße brennt schon 3 Wochen keine Straßenbeleuchtung. Karle nahm dies auf, ohne das in der Gemeinderatssitzung pressewirksam vorzubringen, kam er zur Verwaltung und regelte die Angelegenheit, gab dann auch dem Bürger wieder Rückmeldung. Das nur als Beispiel. Die lustigsten Begebenheiten, die fallen natürlich unter das Dienstgeheimnis. Da gäbe es einiges zu erzählen. Lieber Karle, deine Lebensleistung als ehrenamtlicher Gemeinderat und als ehrenamtlicher Bürgermeister ist ohne Beispiel. Für ihn ist es auch ein ganz erhabener Moment. Ja, das ist natürlich so, wenn man einen Bürgermeisterstellvertreter verabschieden darf, wenn man ihm die Ehrenbürgerwürde verleihen darf und das nach so, so vielen Jahren, 53 Jahren im Gemeinderat, das ist schon was Besonderes. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 26, war hier Inspektor bei der Gemeinde Meckebeuren und da war da dieser damals schon langjährig erfahrene Gemeinderat, stellvertretende Bürgermeister, Konrektor. Und der hat damals schon das gemacht, was er heute noch mit allen Menschen macht. Er nimmt sie auf und er nimmt sie an und er spricht gern mit Leuten und ist gern mit Menschen in Kontakt. Und er schafft es einfach, dass man sich in seiner Gegenwart wohlfühlt und das ging mir damals schon so. Ganz tolles Gefühl, dass man wieder nach 2 Jahren feiern kann bei schönem Wetter. Was ihn immer besonders ausgezeichnet hat, ist einfach eine spezielle Art von Logik, die auch der Karle Gelle vertritt. Also das heißt, bei Diskussionen im Gemeinderat war es immer spannend zu sehen, wenn beim Karle Gelle die Hand hochgeht und was der Karle Gelle für Gedanken hat und was er für Ausführungen macht. Da kann ich sagen, da habe ich einfach von seiner Denkweise auch sehr viel lernen dürfen und da bin ich dankbar dafür. Als ich dann Bürgermeister wurde, da war mir klar, ich habe mit dem Karle Gelle einen Stellvertreter, auf den kann ich mich einfach absolut verlassen. Auch Karle Gelle wusste, dass er sich auf ihn verlassen konnte. Ich freue mich natürlich ganz, ganz riesig mit dem Georg Schellinger zusammen weiter arbeiten zu dürfen für die Gemeinde. Da bin ich wirklich glücklich heute Abend, wirklich glücklich. Er ist für mich ein großer, vorbildlicher Kommunalpolitiker und vor allem ist er auch für mich ein sehr, sehr heimatverbundener Familienmensch. In einem Gespräch bei uns in der Fraktion kam einmal die Frage auf, was kann man zu Karle Gelle sagen? Am Schluss kam folgender Satz zustande: Der Karle Gelle und sein geliebtes Meckenbeuren. Ja, also der Karle und ich, wir sind ja eigentlich auf der Monat genau gleich alt. Und wir haben beide gemeinsam bei der Gemeinde angefangen. Er als Gemeinderat, ich als Beamter im Rathaus. Ja, und so waren wir eigentlich bis zu meiner Pensionierung immer berufliche Weggefährten. Wenn ich mich erinnere, als der Karl das erste Mal stellvertretender Bürgermeister geworden ist, da musste er gleich ins kalte Wasser springen. Da hatten wir monatelang eine bürgermeisterlose Zeit. Der Bürgermeister Siegfried Tann wurde im Sommer zum Landrat gewählt und sein Nachfolger, der Roland Weiß, ist dann im Januar in sein Amt eingeführt worden. Aber die Monate dazwischen, die hatten es wirklich in sich.
Der Rathausbau war damals in der Endphase. Und man kann sich vorstellen, es mussten permanent irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Da kann ich nur sagen, das hat der Karl mit Bravour hat er die Sache erledigt. Wir konnten uns auf den Karl eigentlich immer 100% verlassen. Wenn man seine Amtsführung in ein paar Worte zusammenfassen müsste, sollte, dann würde mir folgende Begriffe einfallen. Souverän, kompetent, ehrlich, immer bestens informiert und omnipräsent. Also der Karl ist ja ein sehr humorvoller Mensch. Gell? Und er versteht auch viel Spaß. Wo der Karl mit 23 Gemeinderat geworden ist, war er ja der jüngste oder einer der jüngsten Gemeinderäte überhaupt im Land. Und da gab es Leute in der Gemeinde, die gesagt haben, das kann doch gar nicht sein, dass so ein junger Kerl mit so vielen Stimmen Gemeinderat wird. Die Leute haben sicher seinen Vater gemeint, der auch Kalkhäuser hat und der als Postbote in der ganzen Gemeinde bekannt und beliebt war. Aber die Geschichte ist noch nicht aus. Jahre später, der Karl hat als erster stellvertretender Bürgermeister auch Repräsentationsaufgaben. Und da war er mal bei einer 90-jährigen Dame und wollte ihr im Namen der Gemeinde zum Geburtstag gratulieren. Die Dame konnte leider mit dem Karl nichts anfangen. Und auf ihre Frage, wer er denn sei, wollte er der Dame auf die Sprünge helfen und hat gesagt, ja, und sie vielleicht noch meinen Vater kennt, der war Postbote in der Gemeinde. Dann hat die gesagt, ja klar kenne ich den, das war ein netter Mann. Ja, sag mal, hat der schon so große Buben? Und da ist der Karl möglicherweise einer der Personen begegnet, die damals schon gemeint haben, sie hätten den Vater wählen. Das war sehr überraschend für mich, dass so ein junger Mann erstmal schon in Gemeinderat gewählt worden ist, in jungen Jahren. Und dass er dann auch sofort aufgrund seiner Persönlichkeit und wie er sich gab, ziemlich vorne in die Spitze kam und dann gleich stellvertretender Bürgermeister wurde. Aber er hat es verdient gehabt, weil er gut diskutiert hat. Er hat sich vorher überlegt, was er für eine Stellungnahme zu den entsprechenden Punkten im Gemeinderat abgeben soll, hat das hervorragend didaktisch auch vertreten und damit Eindruck gemacht bei allen, über alle Fraktionen eigentlich hinweg. Denn sonst könnte es nicht sein, dass einer über so viele Jahre immer wieder von den verschiedensten Gemeinderäten als Stellvertreter installiert wurde. Karl Gelle ist für mich ein liebenswürdiger, zuverlässiger Meckenbeurer. Hundertprozentig Meckenbeuren. Das ist der Karl Gelle. Und ich hatte ja, sag ich mal, die Gelegenheit, 24 Jahre mit ihm als Stellvertreter Bürgermeister von Meckenbeuren zu sein. Und er war mir da als Stellvertreter immer eine große Stütze. Wenn ich gesagt habe, das ist noch nicht für die Öffentlichkeit geeignet, dann war das ganz sicher, dass es auch nicht an die Öffentlichkeit kam, bevor es nicht entscheidungsreif war. Und er war ein guter Ratgeber. Er hat natürlich das Ohr gehabt in der Verwaltung. Da ging er ja im Rathaus ein und aus, wie wenn er ein Mitarbeiter gewesen wäre. Hatte sehr gute Kontakte, wie gesagt, auch zu den Bürgern. Und von daher war ich auch immer informiert, wenn irgendwas im Busch war. Was für mich typisch war für den Karl Gelle, war, dass er bei aller Wertschätzung der Ortsteile Meckenbeuren nie vergessen hat. Seine Familie immer an erster Stelle. Und an neuen Aufgaben fehlt es nicht. Bei all dem ehrenamtlichen Engagement unseres Papas in der bürgerlichen Gemeinde und auch in der Kirchengemeinde, da blieb aber auch immer genug Raum und Zeit für uns als Familie. Das haben meine Schwester Verena und ich erlebt, als wir noch im Brandeckerweg bei unseren Eltern gewohnt haben. Das haben wir aber auch erleben dürfen, als wir dann ausgezogen sind.
meine Schwester mit ihrer Familie dann in die Arnold-Böcklin-Straße eingezogen ist und ich jetzt schließlich in Stuttgart wohne. Und ich glaube, es ist kein allzu großes Geheimnis, dass ganz besonders die vier Enkelkinder, der Fabian, der Daniel, die Laura und der Jonathan, einen ganz besonderen Platz im Herzen vom Opa genießen und natürlich auch von der Oma. Und dass hier die Verbindung zur Familie ganz besonders besteht und trägt. Spontane Straßengespräche über Karl Gelle gehören dazu. Karl Gelle, was ist das für ein Mensch für dich? Also ich finde ihn echt toll. Er hat ein offenes Ohr für alles und ich finde ihn so sympathisch. Toller Mensch. Er ist auch immer bereit, sich zu engagieren für Vereine. Dafür sind wir ihm sehr, sehr dankbar. Ein äußerst liebenswürdiger, zuverlässiger, umgänglicher Mensch, der auch immer einen Witz auf den Lippen hat und immer einen Spaß machen kann bei allem Ernst in der Lage. Also der Karl ist für mich ein Lebensbegleiter. Der begleitet mich schon mein ganzes Leben. Es ist ein Herzensmensch. Er ist unkompliziert, immer mit Rat und Tat. Ist er mir zur Seite gestanden, egal um was es ging. Ja, ich freue mich immer, wenn ich den Karl sehe. Welche Wünsche werden ihm mit auf den Weg gegeben? Wünsche ihm noch viele, viele, viele gesunde, glückliche Jahre in seiner Familie. Ja, lieber Karl, ich wünsche dir und deiner Familie für die Zukunft noch sehr viele schöne, erlebnisreiche Jahre in deinem geliebten Meckenbeuren. Karl, ich freue mich, wenn wir uns immer wieder mal treffen hier in Meckenbeuren. Alles Gute dir und deiner Familie. Lieber Karl, ich möchte dir bei dieser Gelegenheit nochmals ganz herzlich danken für die schöne Zeit, die ich mit dir im Rathaus gehabt habe. Wir haben sehr viel miteinander erlebt und du hast doch sehr vieles hier in der Gemeinde bewegt. Und dass ich da mit dir da zusammenarbeiten konnte, das hat mich immer sehr gefreut. Und herzlichen Glückwunsch zu deiner Ehrenbürgerschaft. Wenn es einer verdient hat, dann warst du es. Lieber Karl, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich mich bei dir für die vielen, vielen Jahre der guten Zusammenarbeit und dann später der Freundschaft bedanke und hoffe, dass es dir noch weiterhin mit deiner Familie im Leben gut gehen möge, möglichst lang. Lieber Karl, ich bedauere, dass ich bei deiner Feier zur Ehrenbürgerwürde nicht persönlich anwesend sein kann. Die Auszeichnung als Ehrenbürger von Meckenbeuren ist mehr als verdient. Dazu gratuliere ich von Herzen. Ich möchte dir aber auf diesem Weg ganz persönlich alles Gute wünschen. Eine robuste Gesundheit, viel Freude mit der Frau und mit Familie und dass wir uns noch oft sehen und viel Spaß miteinander haben. Lieber Karl, du bist jetzt im kommunalpolitischen Ruhestand und dafür wünsche ich dir alles Gute, viel Glück und Gesundheit, dir gemeinsam mit deiner ganzen Familie. Und ich bin mir ganz sicher, es wird so sein. Wir werden uns ganz oft über den Weg laufen und ich freue mich auf viele weitere Begegnungen mit dir, mit dem politischen Ruheständler Karl Gelle. Unserem Papa wünsche ich für die Zukunft weiterhin viel Interesse an seiner Heimat, an unserer Heimat, an Meckenbeuren. Ich wünsche ihm, dass er die kommende Zeit bei guter Gesundheit verbringen darf im Kreis seiner Familie, im Kreis meiner Familie. Und ich wünsche ihm natürlich ganz besonders auch Gottes reichen Segen für die Zeit, die vor ihm liegt. Zum Schluss von diesem Feste für die Zukunft nur das Beste. Von Herzen wünschen alle dir das heute, lieber Karle.